All diese kleinen Hinweise zusammen lassen also durchaus den Schluss zu, dass es sich bei um Clouds Vater handelt. Es ist endlich wieder soweit. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Eisberg-Video. Im heutigen Video dreht sich alles um den Hauptcharakter von Final Fantasy VII, unser Held mit der lustigen Chocobo-Frisur Cloud Strife. Dabei beschäftigen wir uns mit zwei Fragen, welche in den Spielen bisher weitestgehend unbeantwortet bleiben. Erstens, woher stammt Clouds gewaltige Stärke, welche er scheinbar bereits besitzt, bevor Hojo seine Experimente an ihm durchführt? Und zweitens, wer ist eigentlich Clouds Vater? Was ich bei der Suche nach Antworten auf diese Fragen herausgefunden habe, ist dabei wesentlich spannender, als ich zuerst angenommen hatte. Beginnen wir jedoch zunächst wie immer mit ein paar Grundlagen. Wer genau ist also Cloud Strife? Cloud ist ein Ex-Mitglied von Soldat, einer Elitetruppe in den Diensten des Waffenherstellers und Energiekonzerns Shinra. Cloud verlässt Shinra und landet in der Megametropole Midgar, wo er sich seinen Lebensunterhalt als bezahlter Söldner verdient. Dabei trifft er auf Tifa, einer Jugendfreundin aus Kindheitstagen, die ihn für die Durchführung einer Mission mit der Widerstandsgruppe Avalanche engagiert. Diese bekämpfen den Shinra-Konzern, welcher sogenannte Mako-Energie aus seinen Reaktoren erzeugt, die aus dem Lebensstrom des Planeten gewonnen wird. Cloud schließt sich der Widerstandsgruppe im Verlauf der Geschichte an. Danach begibt sich die Gruppe auf die Jagd nach einem weiteren Feind, dem wahnsinnig gewordenen übermenschlichen Soldat Sephiroth, welcher ein Massensterben auf dem Planeten herbeiführen möchte. Während ihrer gemeinsamen Reise stellt sich jedoch heraus, dass Clouds gesamte Geschichte und seine Identität auf einer einzigen Lüge beruhen. Genauer gesagt auf der Geschichte seines besten Freundes Zack, dessen Identität Cloud nach seinem Tod übernommen hat. Cloud wurde entgegen seinen Behauptungen nie Mitglied der Elitegruppe Soldat. Zwar erhielt Cloud, nachdem er sein Heimatdorf Nibelheim verließ, tatsächlich eine Anstellung bei Shinra, jedoch nur als einfacher Infanterist. An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis. Man könnte denken, dass Cloud wegen fehlender physischer Fähigkeiten die Aufnahme bei Soldat verweigert wurde. Diese Annahme ist jedoch falsch. Cloud wurde die Aufnahme bei Soldat wegen psychischer Instabilität verweigert. Cloud war also bereits damals körperlich stark genug, um für Soldat in Frage zu kommen. Jedoch erst nach einem Zwischenfall im Reaktor von Nibelheim wird Cloud zusammen mit seinem Kumpel Zack von Professor Hojo für wissenschaftliche Experimente in Mako-Energie gebadet und mit den sogenannten Genova-Zellen infiziert, wodurch er zunächst in einen komatösen Zustand verfällt, danach aber gesteigerte physische Fähigkeiten besitzt. Allerdings gelang es Cloud bereits einmal vor diesem Experiment, den mächtigen Sephiroth während eines Kampfes zu besiegen. Sephiroth, welcher wahnsinnig wurde, nachdem er herausfand, das Ergebnis eines düsteren Experiments zu sein, brannte Clouds Heimatdorf Nibelheim nieder und tötete die meisten seiner Bewohner, bevor er sich in das Innere des Nibelheim-Reaktors begab. Dort befanden sich die biologischen Überreste von Genova, einer nichtmenschlichen Lebensform, deren Zellen Sephiroth als Embryo injiziert wurden. Sephiroth beabsichtigte, Genova aus dem Gefäß zu befreien, wurde jedoch zunächst von Zack aufgehalten, welcher sich einen erbitterten Zweikampf mit Sephiroth leistete und diesen verlor. Cloud trifft dann ebenfalls am Reaktor ein, wo er auf die ebenfalls von Sephiroth schwer verletzte Tifa und seinen am Boden liegenden Freund Zack trifft. Wutentbrannt schnappt sich Cloud das riesige Panzerschwert und macht sich auf den Weg, Sephiroth aufzuhalten. Dieser befindet sich zu diesem Zeitpunkt im Inneren des Reaktors, direkt vor dem Tank, in dem sich Genova befindet. Cloud gelingt es auf unerklärliche Weise, sich an Sephiroth heranzuschleichen und ihm das Panzerschwert in den Rücken zu rammen. Doch dieser Schlag reicht nicht aus, den übermächtigen Sephiroth zu bezwingen. Sephiroth stößt Klaus zurück, bevor er ihn dann... Sephiroth stößt Cloud zurück, bevor er ihn danach mit seinem riesigen Schwert, dem Masamune, durch seine Brust sticht und ihn mit nur einer Hand wie einen Schaschlikspieß in der Luft hält. Man könnte meinen, Cloud sei erledigt. Dieser zieht sich jedoch überraschenderweise mit seiner letzten Kraft tiefer in die Klinge hinein, so lange, bis er mit den Beinen wieder auf dem Boden steht, nur um dann den vor Schreck starren Sephiroth, welcher immer noch das Heft des Schwertes umfasst, mit einem kräftigen Ruck in das Becken des Mako-Reaktors zu werfen. Ihr alle kennt diese Geschichte, trotzdem war es mir wichtig, dass wir uns diese noch einmal im Detail vor Augen geführt haben. Wie war es Cloud möglich, sich unbemerkt an den stärksten Soldat Sephiroth heranzuschleichen?
Wie konnte Cloud, ein einfacher Mensch mit einem Schwert in der Brust, Sephiroth von den Beinen heben und in das Marco-Becken schleudern? Eine Antwort auf die erste Frage liefert uns das Spiel direkt selbst. In einer spielbaren Rückblende erleben wir die Ereignisse des Nibelheim-Vorfalls noch einmal aus Clouds Perspektive. Dabei können wir das Charakterinventar öffnen und finden im Materia-Slot des Panzerschwerts eine einzelne Materia. Es handelt sich dabei um die sogenannte Preemptive oder auf Deutsch Präventivmaßnahmen-Materia, welche die Wahrscheinlichkeit, den Gegner zu überraschen, erhöht. Damit erklärt sich zumindest nach den Gesetzen der spieleigenen Mechaniken, wie es Cloud unter Zuhilfenahme der Materia gelingen konnte, Sephiroth zu überraschen. Wieso sonst sollte Cloud zu diesem Zeitpunkt des Spiels eine solche Materia im Inventar besitzen? Interessanterweise lässt sich in der Nibelheim-Rückblende in Final Fantasy VII Rebirth keine solche oder vergleichbare Materia in Clouds Inventar finden. Dafür könnte es mehrere Gründe geben. In der Rückblende spielen wir Cloud, der sich fälschlicherweise in der Rolle von Zack erinnert, somit auch die Ausrüstung von Zack und nicht die von Cloud im Inventar zu finden sein könnte. Square Enix hat also möglicherweise eine Korrektur aus Logikgründen vorgenommen. Ein anderer valider Grund wäre, dass wir schlichtweg mit der Interpretation für das Vorhandensein der Materia im Originalspiel falsch liegen. Die Materia also einfach nur random zu Clouds Inventar hinzugefügt wurde und keine tiefere Bedeutung besitzt. Meiner Meinung nach ist die Materia dafür jedoch viel zu auffällig platziert. Damit hätten wir jedoch nur geklärt, wie Cloud Sephiroth überraschen konnte, nicht aber, wie er ihn letztlich trotz seiner schweren Verletzung besiegen konnte. Könnte es also sein, dass Clouds Vergangenheit noch weitere überraschende Wendungen bereithält? Clouds Mutter, von der wir seit Rebirth wissen, dass sie Claudia heißt, ist bekannt. Wirklich Square Enix? Claudia? Nicht sicher, ob lazy oder lustig. Naja, wie auch immer. Auf sie trifft man während der Nibelheim-Rückblende, eine liebenswerte Frau, jedoch ohne auffällige Eigenschaften oder besondere Kräfte, welche sie an Cloud weitergegeben haben könnte. Wie aber steht es um Clouds Vater? Er gilt als verschollen, möglicherweise tot. Es wird erzählt, dass er als Cloud noch im Säuglingsalter war, in die Berge ging und nicht zurückkam. Nur seine Tasche wurde gefunden. Dieses Rätsel wird auch nicht im weiteren Spielverlauf gelöst. Doch unter den Fans kursieren einige interessante Gerüchte darüber, wer Clouds Vater sein könnte. Schauen wir uns diese einmal im Detail an. Präsident Shinra. In der deutschen Fassung von Final Fantasy VII Remake wird er als Direktor Shinra übersetzt, was meiner Meinung nach irgendwie Panne klingt, weshalb ich ihn weiterhin Präsident Shinra, wie in der ursprünglichen Übersetzung des Hauptgames, nenne. Einige Fans sind der festen Überzeugung, dass es sich bei Clouds Vater um Präsident Shinra handelt. Als erstes Indiz wird dabei die äußerliche Ähnlichkeit zu Rufus aufgeführt, der demnach sein Bruder wäre. Völlig unwahrscheinlich ist die Theorie nicht, da mindestens zwei uneheliche Kinder von Präsident Shinra bekannt sind. Zum einen wäre da Lazard, welcher in Crisis Core als der Direktor von Soldat in Erscheinung tritt. Es ist bekannt, dass er einer Affäre des Präsidenten mit einer Frau aus den Slums entsprang. Zum anderen gäbe es da noch Evan Townshend, dessen Mutter Annette Townshend aus Sektor 6 die persönliche Sekretärin von Präsident Shinra war. Seine Geschichte erfährt man in der Novelle Final Fantasy VII The Kids Are Alright, A Turk's Side Story. Mehr Hinweise als die äußerliche Ähnlichkeit und die Vorliebe des Präsidenten für Seitensprünge gibt es für diese Theorie allerdings nicht, weswegen sie als unwahrscheinlich erscheint. Kandidat Nummer 2, ein Schüler von Meister Sangan. Es wird erzählt, dass Clouds Vater ein umherziehender Kämpfer war, der nach Clouds Geburt in Nibelheim sesshaft wurde. Unabhängig davon gibt es eine Stelle in einer der beiden Kurzgeschichten aus dem Buch Traces of Two Pasts, in welcher Meister Sangan Tifa während ihrer Ausbildung erzählt, dass er einmal einen Schüler hatte, welcher sich in die Berge von Nibelheim begab und dort von Monstern getötet wurde. Wie ich vorhin schon einmal erwähnt habe, heißt es, dass Clouds Vater ebenfalls in den Bergen verschwunden sei. Reiner Zufall? Möglich. Kommen wir zur letzten und meiner Meinung nach plausibelsten Theorie über Clouds Vater. Glenn Lodbrok. Falls ihr nicht wisst, wer das sein soll, Glenns Geschichte erfährt man, wenn man den First Soldier Story Arc in dem Final Fantasy VII Mobile Game Ever Crisis spielt. Es handelt sich dabei um ein typisches asiatisches Gacha-Game. Ich selbst spiele es immer mal wieder und habe Spaß damit, ohne auch nur einen einzigen Cent auszugeben. Kann es also Fans der Compilation sehr ans Herz legen. Zurück zu Glenn. Glenn ist ein Soldat des Ranges P0. Die Angehörigen dieses Ranges gehören zu den ersten Soldatmitgliedern überhaupt und waren vor allem als Unterstützereinheit für die Rang 1 Soldatelite gedacht. Glenn bestreitet in seiner Rolle als Soldat einige erfolgreiche Missionen, unter anderem in Wutai, wodurch er ein Anführer der Übergangsregierung dort wird.
Allerdings wird er dann von Rufus Shinra verraten, welcher ihn hinterrücks erschießt und zum Sterben zurücklässt. Später bekommt Glenn noch einmal einen Auftritt in Final Fantasy VII Rebirth. Da ich mich mitten in meinem eigenen Playthrough von Rebirth befinde und mich selbst nicht spoilern wollte, habe ich die Recherche in diesem Bereich nicht weitergeführt. Nachdem ich jedoch bereits Glenns ersten Auftritt in Yunnan im Spiel erlebt habe, bin ich überzeugt davon, dass es sich bei ihm nur um eine Imitation handelt, welche durch Genova-Zellen in einem Sephiroth-Klon entstanden ist und dem Zweck dient, den Waffenstillstand zwischen Shinra und Wutai zu beenden. Mal sehen, ob ich damit recht behalte. Wenn ihr euch meinen Playthrough anschauen wollt, könnt ihr das entweder im Livestream sowohl auf www.twitch.tv/gluon als auch hier auf YouTube. Streamingzeiten stehen immer im aktuellen Streamplan auf meinem Discord-Server. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wollt ihr den Playthrough von Anfang an sehen, könnt ihr das mit dieser Playlist. Soweit, so gut. Doch was lässt mich nun darauf schließen, dass es sich bei Glenn um Clouds Vater handeln könnte? Nun, dazu gibt es neben äußerlichen Ähnlichkeiten wie Haar- und Augenfarbe weitere interessante Hinweise. Beginnen wir mit einem geradezu beiläufigen Dialog am Beginn der First Soldier Story in Evercrisis. Glenn und seine beiden Teammates Lucia und Matt stürzen mit einem Helikopter über einer der radoranischen Inseln ab. Glenn und Lucia erwachen und machen sich auf den Weg, um Matt zu finden, der nicht an der Absturzstelle zu finden war. Dabei ruft Glenn nach Matt und erinnert ihn daran, dass er ihm Geld schuldet. Insgesamt 4000 Gil, die er sich bei ihm geliehen habe. Behalten wir uns diesen unscheinbaren Hinweis im Hinterkopf. Werfen wir nun einen Blick auf Cloud in Final Fantasy VII Remake. Zu Beginn des Spiels, kurz nach der Sabotage des Mako-Reaktors, führt Tifa Cloud zu einem Apartment zum Übernachten in den Slums von Sektor 7. Als Tifa fragt, ob er sonst noch etwas brauche, antwortet Cloud, dass er seine Bezahlung für den abgeschlossenen Auftrag möchte. Und zwar genau 2000 Gil. Und auch in Rebirth werden die 2000 Gil wieder zum Gesprächsstoff. Während die Gruppe die Mithril-Mine durchquert, machen sich Barrett und Aerith einen Spaß daraus, 2000 Gil als Bezahlung zu fordern, wenn sie der jeweils anderen Gruppe dabei helfen, verschiedene Hindernisse zu überwinden. Und dann gibt es da noch ein Gespräch zwischen Barrett und Cloud bei einer Escort-Quest in der Yunnan-Region, bei dem wir ein paar spannende Infos über Clouds Vergangenheit erfahren. Hey Cloud, wie alt warst du, als du von zu Hause weg bist? 14. Nein, warte, das war im Frühling, also 13. Für Landeier kein ungewöhnliches Alter für einen Auszug, was? Und was hat deine Mutter gesagt? Dagegen war sie jedenfalls nicht. Die anderen sind ja auch alle in dem Alter weg. Ah. Was denn? Sie wollte mir damals 2000 Gil mitgeben, damit ich was hab, wovon ich leben kann. Mütter sind doch alle irgendwie gleich, oder? Hab's aber nicht angenommen. Schließlich bin ich direkt zur Soldat. Da brauchte ich das nicht. Jetzt kapiere ich endlich, warum du für jeden Job 2000 Gil haben willst. Interessant, aber in welchem Zusammenhang stehen nun die 2000 Gil von Cloud und die 4000 Gil von Glenn? Den entscheidenden Hinweis gibt uns dabei das sogenannte Final Fantasy VII Rebirth World Preview Book mit dem Namen 2000 Gil on the Road to be a Hero. Eine bereits vor dem Release von Rebirth in Japan erschienene Kurzgeschichte, in der Clouds Vergangenheit eine wichtige Rolle spielt. Die Geschäftsführerin von Atai Japan, einem japanischen Merchandise-Shop, übersetzte die entscheidenden Stellen und postete diese in einem Beitrag auf Twitter bzw. X. Final Fantasy VII Rebirth World Preview Book 2000 Gil on the Road to be a Hero Spoilers. Cloud's dad is an upbeat and optimistic guy who apparently died a long time ago. Cloud uses his dad's wallets and finds 2000 Gil inside. Claudia told Cloud, his dad always said, hey, as long as you got 2000 Gil in your wallet, you can go anywhere you like and overcome almost anything. The wallet Cloud uses is more like a crappy leather pouch than an actual wallet. But after playing Final Fantasy VII Evercrisis, the First Soldier, this sounds like a very Glenn thing to say. Also in the First Soldier, one of the first things you learn about Glenn is that he owes Matt 4000 Gil. Crack Theory? Sinngemäß übersetzt bedeutet der erste Teil des Posts, bei Clouds Vater handelt es sich um einen aufgeweckten und optimistischen Typen, der vor einiger Zeit starb. Cloud findet in der Geldbörse, die sein Vater ihm und seiner Mutter hinterlassen hat, 2000 Gil. Seine Mutter erzählt Cloud außerdem von einem Zitat seines Vaters, in dem er sagt, 2000 Gil in deiner Tasche reichen aus, um überall hinzukommen und jedes Hindernis zu überwinden. Klingt ganz nach Glenn, oder? Ein optimistischer und aufgeweckter Typ?
hört sich ebenfalls meiner Meinung nach ziemlich nach Glenn an. Hinzu kommt außerdem die Information, dass sich in dem Geldbeutel ebenfalls Geld für Clouds Mutter befand, welches diese aber bereits ausgegeben habe. Dies lässt den Schluss zu, dass Clouds Vater sowohl 2000 Gil für Cloud als auch 2000 Gil für seine Mutter hinterlassen hat. Zusammengerechnet ergeben die beiden Beträge also 4000 Gil. Dies entspricht genau der Summe, welche sich Glenn bei Matt geliehen hat. Zufall? Damit ließe sich zumindest schlussfolgern, zu welchem Zweck er sich das Geld von Matt geliehen hat. Wieso auch sonst sollte Square Enix die Details zu dieser Geschichte überhaupt so ausführlich erwähnen? All diese kleinen Hinweise zusammen lassen also durchaus den Schluss zu, dass es sich bei Glenn um Clouds Vater handelt. Es wäre auf jeden Fall nicht untypisch für Square Enix, versteckte Hintergrundgeschichten zu ihren Games verteilt über verschiedene Medien auf diese Weise zu erzählen. In 2000 Gil on the Road to be a Hero spricht Claudia davon, dass Clouds Vater sie damals verlassen hatte. Nicht, dass er gestorben ist. Möglicherweise verließ Glenn seine Familie in Nibelheim also damals, um sich auf seine Missionen nach Redoran und Wutai zu begeben, wo er einige Jahre später starb. Nicht jedoch ohne ihnen zumindest etwas finanzielle Unterstützung zu hinterlassen. Außerdem würde es Cloud eine plausible Abstammung hinsichtlich seiner besonderen physischen Stärke verleihen. Glenn war ein hervorragender Kämpfer und nicht ohne Grund eines der ersten Mitglieder von Soldat überhaupt. Ein offizielles Statement von Square Enix zu dieser Theorie gibt es zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht. Vielleicht bleibt die Identität von Clouds Vater auch in Zukunft ein ungelüftetes Geheimnis. Ich für meinen Teil hätte nichts dagegen. Die besten Spiele, Bücher oder Filme lassen uns stets etwas Raum für unsere eigenen Ideen und Interpretationen. Nicht zuletzt basiert ein wesentlicher Teil des Konzepts dieser Videoreihe darauf, mit unerzählten Geschichten dieser Spielereihe zu arbeiten. Was denkt ihr? Stimmt ihr der Theorie des Videos mit Glenn als Clouds Vater zu oder gibt es eurer Meinung nach noch ganz andere Charaktere, die dafür eher in Frage kämen? Schreibt es mir in die Kommentare. Vergesst außerdem nicht, dem Video einen Like dazulassen und abonniert den Kanal, falls ihr das nicht bereits schon längst getan habt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Cheerio, euer Gluon.